Ja, keine Ahnung. Das Mimi-Video, ich bin gespannt, was da jetzt so kommt, weil das habe ich mir auch noch nicht reingezogen. Ja, Mimi vor Gericht. Na ja, nein, wir lassen uns hier nicht spoilern, let's go. Wir gucken uns das jetzt mal an. Bin ich wieder. Ich wollte euch mal auf den aktuellen Stand bringen und auch sehr, sehr interessante Details über meine YouTube-Sperre veröffentlichen, die bisher noch keiner wusste. Details, bei denen man nicht weiß, ob man sich jetzt totlachen oder tot weinen soll. Und ich hoffe, dass das Video auch möglichst viele YouTube-Kollegen sehen, denn viele wissen gar nicht, auf welchem dünnen Eis sich ihre YouTube-Kanäle befinden. Selbst wenn sie komplett harmlosen, family-friendly-Content machen. Aber ja, alles zu seiner Zeit. Fühl ich, ja, fühl ich. Man kann so schnell einen Strike bekommen, das ist ganz, ganz unangenehm. Ich gebe euch erstmal den aktuellen Stand bei mir. Ich habe in der ersten Instanz gegen Google/YouTube gewonnen. YouTube musste daraufhin meinen Kanal wieder freischalten. Zumindest. Barbara Salisch, Ehrenfrau, hat viele Fälle gehabt, hat viel unternommen, gerade im Fernsehen. Ganz, ganz wichtige Fälle. Und auch mit Richter Alexander Holt wirklich einfach das Fernsehen sauber gehalten, das finde ich super. In Deutschland, denn das Ganze wurde nach deutschem Recht entschieden. YouTube war aber nicht einverstanden mit dem Urteil, also sind sie in Berufung gegangen, um den permanenten Bann bei mir durchzusetzen. Stopp! Zumindest war das für mich selber noch der Stand von vor ein paar Tagen. Aber hurra, hurra, mein Anwalt hat mir mitgeteilt, dass YouTube jetzt die Berufung nach 3 Monaten dann doch wieder zurückgezogen hat. Natürlich nicht aus Mitleid, sondern weil wir die in der zweiten Instanz nochmal weggeflext hätten. Jetzt ist dem einen oder anderen Zuschauer aus Frankreich, Luxemburg, Schweiz, Österreich oder sonst woher aufgefallen, dass man meinen Kanal nicht aufrufen kann. Das ist ziemlich scheiße, weil ich viele Zuschauer aus dem Ausland habe. Ich weiß auch noch nicht, ob das bestehen bleibt. Ich hoffe natürlich nicht, denn in jedem Land Einzelklagen kann ich mir gar nicht leisten. Was das angeht, werde ich aber noch paar Wochen abwarten und mir einen Plan ausdenken. Aber kommen wir nun zum brisanten Teil dieses Videos. In meinem damaligen Instagram-Video hatte ich ja veröffentlicht, warum ich einen permanenten Bann auf YouTube bekommen habe. Ich hatte eine Verwarnung plus 2 Strikes und damit eine 14-tägige Sperre. Ich habe in dem Zeitraum der Sperre auf einem Zweitkanal ein Video erstellt und wurde deshalb 8 Monate später permanent gebannt. Für die, die es nicht wissen, das ist auch so dumm, dass Mimi 8 Monate später dafür gebannt wird. Das ist genauso wie, ich habe mal einen Strike bekommen, das war 2019, habe ich den Strike bekommen von 2017. Also ein Video, was schon zwei Jahre alt war. Da habe ich einfach einen Strike bekommen. Und ich hatte noch einen Strike direkt danach bekommen. Das heißt, ich hatte 2 Strikes. Beim 3. Strike wäre mein Kanal weg gewesen. Der wäre einfach gelöscht gewesen. Ich hätte nichts machen können. Ich hätte auch keinen Kanal mehr monetarisieren können. Es wäre vorbei gewesen mit mir. Junge, das check ich nicht. Auch, dass YouTube das nicht... Weißt du, anstatt man sagt, hier... YouTube hatte einen Monat Zeit, darüber zu schauen, um zu gucken, hier wird es gestrikt oder nicht. Oder so, dass es immer halt aktuell sein muss. Nö, da wird einfach random ein Video von vor ein paar Jahren genommen und weggestrikt. Ich check das nicht. Also das System ist komplett trash. Im Normalfall bekommt man eine Verwarnung, danach den ersten Strike mit 7-tägiger Sperre, danach den 2. Strike mit einer 14-tägigen Sperre. Und du kannst bei der 7-tägigen Sperre, kannst du, weiß ich gar nicht, ob du da überhaupt einen Livestream machen kannst oder bei dem 2. Strike. Aber du kannst sonst gar nichts machen. Du kannst dich nicht mehr melden. Du kannst dich nicht mehr äußern. Du kannst gar nichts mehr machen. Und beim 3. Strike innerhalb von 90 Tagen wird der Kanal gelöscht. 1 Strike bleibt jeweils 90 Tage auf einem Kanal bestehen und verschwindet dann wieder. Die Verwarnung bleibt übrigens dauerhaft. Nun stellt sich natürlich die Frage, wofür habe ich eigentlich die Verwarnung oder die Strikes bekommen? Denn ohne diese hätte ich ja gar keine Sperre gehabt. Heißt, ich hätte laut YouTube-Regeln ja gar nichts umgehen können. Nun ist es aber so, dass man als YouTuber nicht wirklich erfährt, was konkret falsch war. Das gestrikte Video wird einfach von YouTube entfernt und man bekommt nur die Info, dass es gegen YouTube-Regeln verstößt. Aber welche konkrete Aussage oder Stelle im Video gegen diese Regeln verstößt, erfährt man selber nicht, selbst wenn man beim YouTube-Support-Team nachhakt. Dann kommt dann immer sowas wie, ja, das wurde nochmal ins Team weitergeleitet und die sind bei der Entscheidung geblieben. Oder, wir haben das nochmal prüfen lassen, der Strike wurde zurückgezogen. Nice. Und letztendlich weiß man immer noch nicht, was das konkrete Problem war. Ja. Das ganze Ding ist komplett untransparent, aber vor Gericht musste Google offenlegen, wofür denn meine damals relevanten Strikes genau waren. Was auch das Krasse ist, ist halt auch, dass die erste Verwarnung, weil ich wollte den auch mal weg, ich wollte es mal wegbekommen, die erste Verwarnung, die du bekommst, bleibt für immer. Hat er das hiermit gesagt? Ja, ich glaube, ja, die Verwarnung hatte ich hier gesagt. Die erste Verwarnung bleibt für immer einfach. Das heißt, du kannst es nicht mehr wegbekommen. Ich habe da nämlich mal nachgefragt, habe so gefragt, wie schaut es denn aus hier so. Das geht einfach nicht weg. Ich dachte, die Verwarnung geht nicht weg. Die geht nicht weg, das wird niemals weggehen. Und dann haben die so gesagt, ja, die erste Verwarnung bleibt auch. Und ich denke mir so, was? Wie die erste Verwarnung bleibt?
waren. Ich sag relevante Strikes, weil ich vorher auch mal Strikes/Verwarnung Deutschlands Most Wanted, so sieht's aus, Mann. Bekommen hatte, welche von YouTube zurückgenommen wurden. Die werde ich hier trotzdem mit erläutern, weil die im Gesamtkontext zeigen, wie dreckig das ganze Strike-System wirklich ist. Die ganzen Probleme mit meinem Kanal haben erst 2020 angefangen. Ich habe eine Verwarnung bekommen auf Payback 2. Begründung war, dass es gegen die Richtlinie zu schädlichen oder gefährlichen Inhalten ist. Wenn man nachschaut, was die Richtlinien dazu sind, stellt man fest, dass kein möglicher Punkt Sinn ergibt, weil nichts davon im Video zutrifft. Ich habe natürlich einen Einspruch bei YouTube gemacht, das Video wurde geprüft und die Verwarnung wurde zurückgenommen. Nachdem ich dann aber nochmal eine bleibende Verwarnung im Februar bekommen habe, auf die ich nachher noch zu sprechen komme, habe ich kurz darauf im Februar den ersten Strike bekommen auf das Beef mit Luna Video, was zum Strike-Zeitpunkt schon 4 Jahre alt war. Das heißt, er hat 2020 einen Strike bekommen auf ein Video von 2016. Kann mir keiner erzählen. Keine Ahnung, die müssten sich da echt mal was einfallen lassen, aber so wie das System derzeit ist, kannst du echt keinem anbieten. Das ist ganz, ganz unangenehm. Und mehr als 2 Millionen Aufrufe hatte. YouTube meinte plötzlich, dass es gegen die Child Safety Policy verstößt. Ich dachte so, hä? Im Video hatte ich doch Luna verteidigt beim Thema Veganismus. Wie gefährdet das jetzt Kinder? Ich habe also wieder einen Einspruch gemacht und die Antwort abgewartet. YouTube meinte dann einfach, dass mein Video an das National Center for Missing and Exploited Children weitergeleitet wurde. Die arbeiten mit Strafverfolgungsbehörden zusammen im Bereich vermisster oder ausgebeuteter Minderjähriger. Die haben aber nach meinem Einspruch gemerkt, dass hier wohl keine Darstellung von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen vorliegt. Oh, no shit, YouTube! Und haben den Strike wieder zurückgenommen. Das Video haben die dann aber am 18. gemacht. Ich dachte so, whatever, scheiß drauf, Hauptsache der Strike ist weg. Kommen wir nun zu den Sachen, die nicht zurückgenommen wurden. Die Sachen, die YouTube komplett offenlegen musste vor Gericht. Beginnen wir mit einer erneuten Verwarnung auf Payback 2, die im Februar gekommen. Junge, was mit Strafverfolgung? Alter, das ist ein fucking Mimi-Video. Also siehst du doch schon von der ersten Sekunde an, dass das absoluter Käse ist, was da jetzt passiert. Ist, obwohl ach du Scheiße. Das Video noch erst geprüft worden war und es keine Beanstandungen mehr gab. Jetzt verstößt das Video aber plötzlich gegen die Richtlinien für Harassment, Drohungen und Cybermobbing. Als ich erneut Einspruch eingelegt hatte, wurde dieser nun kommentarlos abgelehnt und jetzt haltet euch fest, es ging letztendlich um den Happy Birthday Prank, wo Leon so getan hat, ein Mädel zu kidnappen, um ihr dann ganz unerwartet zum Geburtstag zu gratulieren. Ich hatte dann in meinem Video ein Foto von allen Beteiligten eingeblendet und namentlich zugeordnet, beziehungsweise gesagt, in welcher Verbindung die außerhalb des Pranks zueinander stehen. Allerdings wusste ich nicht, wer unter den Kostümen steckt, also habe ich einen Joke draus gemacht, die Kostüme gar nicht erwähnt und einfach gesagt, dass Simon Destro irgendwie zweimal auf dem Bild ist. Das war halt der Joke. Ach du Scheiße. Geil, Mann, geil, Mann. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass er den Joke gebracht hat, okay. Sehr nice, mal Ladentoastbrot, grüß dich, Mann. Alter, der Witz ist gar nicht mal so scheiße, ja. Und jetzt lese ich euch vor, was Google dazu vor Gericht vorgelegt hat. Ein Grund der Sperrung war insbesondere, dass der Antragsteller, das bin übrigens ich, in dem Video eine Person namens Simon Desue, dessen Vater laut Wikipedia von der Elfenbeinküste stammt, mit Affen vergleicht und auf diese Weise entmenschlicht. Und weiterhin heißt es, die Äußerung, dass Simon Desue irgendwie zweimal auf dem Bild sei, bezieht sich eindeutig und für jeden durchschnittlich verständigen Betrachter des Videos sofort erkennbar auf die beiden in Affengestalt verkleideten Personen. Danke, dass du den Witz nochmal erklärt hast. Ich hätte ihn nicht gecheckt. Und ich auch nicht. Weiterhin heißt es, damit entmenschlicht der Antragsteller, das bin übrigens ich, in rassistischer Weise Simon Desue. Dies ist nicht nur strafrechtlich relevant, sondern stellt auch einen klaren Verstoß gegen die Community-Richtlinie zu Belästigung und Cybermobbing dar, wonach Videos nicht erlaubt sind, in denen Personen auf... Was ist denn jetzt hier gerade eigentlich das Problem? Damit entmenschlicht der Antragsteller rassistischerweise Simon Desue. Weil der als Affen... Geht es hier gerade um Diskriminierung oder um Rassismus, dass Simon Desue als Affe dargestellt wurde? Lese ich das richtig? Verstehe ich das richtig? Aufgrund ihrer unveränderlichen Eigenschaften mit extremen Beleidigungen entmenschlicht werden! Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier anfangen soll. Der Anwalt ist auf den Simon Desue Wikipedia-Artikel gegangen, der übrigens aus ca. 730 Wörtern besteht und 400 davon handeln davon, was Simon Desue alles für Scheiße gebaut hat. Und da ist so Zeug wie die 1000 Euro Xbox-Sache nicht mal dabei, wo er im Nachgang noch geistig behinderte Menschen ausgenutzt hat, um sein Image zu retten. Also der Artikel besteht aus mehr als der Hälfte daraus, was alles Scheiße an ihm ist. Und der einzige Grund, warum man Simon Desue Affen nennen könnte, ist ein Vater von der Elfenbeinküste, den kein Mensch kennt. Ist das dein Ernst?
Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Das Lustige ist übrigens, dass ich nicht ein... Also das Problem ist jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass Simon Desio einen Vater hat, der von der Elfenbeinküste kommt und demnach, ja, Simon Desio, ich würde ihn jetzt nicht als... Ich weiß nicht, es ist halt, People of Color, POC. Simon Desio ist POC. Und weil er jetzt POC ist, ja, und als Apfel dargestellt wurde, ist das jetzt sozusagen ein rassistischer Hintergrund gewesen. Ist es das, was die jetzt verlangen? So kommt es mir gerade so ein bisschen rüber. Dass es deswegen schlimm ist. Und wäre Simon Desio weiß gewesen, dann wäre es kein Problem gewesen, weil dann macht das Affending ja keinen Sinn und dann ist es ja einfach bloß ein Spaß gewesen. Moin. Ein einziges Mal das Wort Affe in dem Video verwendet hatte, aber trotzdem macht der Anwalt hier so ein Fass auf. Zugleich verstößt diese Äußerung klar gegen die Community-Richtlinie zu Hassrede, wonach Videos entfernt werden, die die Entmenschlichung von Einzelpersonen oder Gruppen durch die Bezeichnung als Untermenschen oder den Vergleich mit Tieren, Insekten, Ungeziefer, Krankheiten oder anderen nichtmenschlichen Wesen zum Inhalt haben. Ich habe die Community-Guidelines mal rausgesucht und das steht da halt wirklich drin. Das sind die Regeln. Heißt so Redewendungen wie du Hund oder du Vogel kann direkt zum Strike führen, weil man... Ach du Scheiße. Dafür gibt's einen Strike, wenn ich jemand als Hund bezeichne. Warte mal. Wenn jemand sagt du Kelp, heißt Hund. Du Kelp. Wenn jemand sagt du Kelp, dann kann ich den striken, weil er mich als Hund bezeichnet hat. Alter, legt euch doch einmal mit mir an, ich sag's euch. Ich kann euch vernichten, ja? Ja, das kenne ich, Meier. Ja. Du kleiner Affe, du kleiner Kelp. Man Personen damit Lack, du Affe. Das wurde gesagt. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, okay, das ist echt mies. Also, okay, niemals irgendwie jemand als Vogel bezeichnet, das ist ja Quatsch. Das kann nicht sein, ja, Munition, moin. Irgendwie du Hund oder du Vogel kann direkt zum Strike führen, weil man Personen damit entmenschlicht. Communities als Cancer oder AIDS zu bezeichnen, kann ebenso zum Strike führen, weil ist eine Krankheit. Und streng genommen auch die Redewendung, mein Engelchen, denn das sind nicht menschliche Wesen. Und wer ist nett, seine Freundin nochmal jemand Schnecke oder Mäuschen? Ich darf nicht Englisch sagen, ich darf nicht mal Engelchen sagen. Ich darf nicht Engel sagen? Nein! Nein, ich darf nicht mehr Engel sagen. Ey, man darf ja gar nichts mehr sagen. Ja, und was ist, also ich darf noch nicht mal Schmetterling, ich sag jetzt immer Schmetterling und dann wäre ich trotzdem gestrikt, weil ich jemand als Schmetterling beleidigt habe. Scheiße. Dann hätte ich die Person halt einfach entmenschlicht. Ich bin ein Zerschmetterling, ja. Oh, scheiße, Tobi. Nee, also da gibt's direkt ein Permaband für Tobi. Das ist eine Entmenschlichung. Direkt in den Knast, würde ich sagen. Okay, kommen wir nun zum Strike des Beef mit Luna Videos. Ein Strike, den ich bekommen habe, nachdem das Video auch mehrfach geprüft wurde vorher. Naja, diesmal hat's angeblich wie Payback 2 ebenfalls gegen die Richtlinie für Harassment, Drohungen und Cybermobbing verstoßen. Wie immer ohne genaue Erläuterung, was jetzt genau in dem Video kritisch sein sollte. Ich habe wie immer einen Einspruch gemacht, der wurde von YouTube aber abgelehnt. Der Strike ist geblieben und vor Gericht hat YouTube den Strike wie folgt begründet. Ein Grund für die Sperrung war insbesondere, dass der Antragsteller, das bin übrigens ich, sein Video mit dem folgenden Vorschaubild, auf dem ein Gewehrlauf auf ein Mädchen namens Luna Darko gerichtet war, ankündigte und bewarb. Dieses Bild, das Teil des Videos ist, ist für jeden durchschnittlich verständigen Betrachter klar erkennbar eine Anspielung darauf, dass die abgebildete Person ihres Lebens nicht sicher sein kann. Nein. Die hat geschissen. Oh ja. Oh ja. Oi. Die hat bestimmt noch Kacke am Arsch. Dann schreibt er noch, dass es eben ganz klar eine Drohung ist und auch wieder strafrechtlich relevant. Ja, und dann schreibt er auch, dass ich Luna böswillige Äußerungen in den Mund gelegt hätte. Ich glaube, YouTube und der Anwalt haben nicht ganz verstanden, dass das Video nicht gegen Luna war, sondern ich Luna verteidigt habe. Naja, halten wir kurz fest. Hier geht es um ein Thumbnail, wo eine Computerspielwaffe auf Luna gerichtet war. Das Video ist von 2016 und 4. Ganz ehrlich, meine ernsthafte Frage. Würdet ihr Angst um euer Leben haben, wenn euer Bild dort abgezeichnet ist mit einer Waffe im Vordergrund? Würdet ihr sagen, oh, ich muss um mein Leben fürchten? Ich würd sagen, ja. Okay, Golden Prime, mir geht's genauso. Ich würde auf jeden Fall auch direkt Schiss haben. 4 Jahre später tun die Fivefeds bei Google so, als ob ich Lunas Leben bedrohe mit einer Sniper-Rifle aus Call of Duty. Junge, Respekt, Alter, ohne Scheiß. Da muss man ehrlich sagen, das ist
500 Head Thread, oder wie das heißt, ne? Das ist nochmal ein Level weiter wieder. Das ist ultra krass. Wirklich. Das Ganze wird noch paradoxer, wenn man bedenkt, dass die bei der Prüfung davor nichts am Thumbnail beanstandet haben. Und Google geht normalerweise auch komplett anders vor, wenn denen ein Thumbnail nicht passt. Ich hatte zum Beispiel mal ein Thumbnail in 2015, wo ich Unge und Anton bei den Weltreise-Vlogs im Doggy-Style gemalt habe. Das wurde 4 Jahre später, 2019, dann einfach von YouTube entfernt. Denen hat das halt nicht gepasst. Es wurde gelöscht und ich wurde per E-Mail informiert. Das war's. Ja, es könnte so einfach sein, aber nee, Mimi ist jetzt auf einmal der gefährliche Typ mit Call of Duty-Kanone. Okay, machen wir weiter mit Payback 10. Da gab's zuerst einen Hinweis, dass das Video ab 18 ist, denn man hat in den gezeigten Szenen von Leon Mascher Dildos gesehen. Joa, soweit so gut. Einen Monat später gab's dann aber noch einen Strike auf das Video wegen Hate Speech, wie immer ohne nähere Erläuterung. Ich also wieder Einspruch gemacht und er wurde wieder abgelehnt. Vor Gericht begründete Google das dann wie folgt. Ein Grund der Sperrung des Videos war insbesondere, dass der Antragsteller, das bin übrigens ich, darin ethnische Gruppen verunglimpft. Ich habe halt im Video gesagt, okay, es gibt 4 Hauptszenen, eine Szene mit 4 Schwarzen, dann eine zweite Szene mit einem Schwarzen, der mit den ersten 4 Schwarzen übrigens nichts zu tun hat. Leute, das sind nicht immer Geschwister, das ist nur bei Schlitzaugen so. Das war offensichtlich sarkastisch gemeint, um mit dem Klischee zu spielen. Oh, das ist geil, was? Ey, die sind nicht immer Geschwister, das ist nur bei Schlitzaugen. Ach du Scheiße, Mann. Ja, ey, das ist doch ein offensichtlicher Joke, meine Fresse. Wie die das dann auch immer als Fakten darstellen wollen, das ist immer so traurig. Das ist halt so das Allmann-Deutschland. Weißt du, die betrachten den Kontext nicht oder wie das Video aufgebaut ist und was hier Humor ist, was nicht Humor ist. Aber das ist halt wieder so offensichtlicher Mimi-Humor. Also sorry, was ist da, was ist los bei den Leuten heutzutage? Dass alle Asiaten oder Schwarzen gleich aussehen für den einen oder anderen. Ich habe hier für den Witz aus der Sicht eines Vollidioten geredet. Also quasi das, was ApoRed den ganzen Tag macht, nur dass es bei ihm nicht gespielt ist. Das Folgende hat jetzt mit dem Video nicht direkt was zu tun, aber ich will das hier trotzdem einblenden, damit hier auf jeden Fall alle peilen, was ich meine. So, neben mir saßen 3 junge Asiatinnen. Ein Problem, das diese Frau hatte, die neben mir saß, sie hatte dieses Ticket nicht abgestempelt. So, und dann hat der Kontrolleur in bayerischen, ja, fast schon brummigen Ton gesagt, jo, mei, da haben wir jetzt ein Problem. Und die Frau wusste nicht genau, wie sie das deuten konnte und hat sehr unverständlich angeschaut, worauf der Kollege von der S-Bahn München, der Kontrolleur, meinte, ob sie denn Deutsch oder Englisch verstehen würde. Auf Englisch war sie nicht mehr gefragt und hat die Frau gegenüber, die auch aus Asien war, also zumindest aus optischem Eindruck, gefragt, ob sie denn bitte für die andere Frau übersetzen könnte. Es war ihm völlig egal, ob die beiden sich kennen, weil alle Menschen, die Schlitzaugen haben, müssen ja miteinander verwandt oder befreundet sein. Dass die beiden sich nicht kennen und einfach nur möglicherweise aus demselben Kontinent kommen, war in dem Fall ihm völlig egal. Okay, zurück zu mir, zu meinem Satz aus dem Payback 10 Video. Schreibt der Google-Anwalt, die verunglimpfte Bezeichnung Schlitzaugen ist offenkundig und für jeden durchschnittlich verständigen Betrachter des Videos sofort erkennbar auf Personen ostasiatischer Herkunft bezogen. Zudem suggeriert der Antragsteller, das bin übrigens ich, Personen ostasiatischer und auch afrikanischer Herkunft betrieben Inzest. Auch dies stellt eine erhebliche Verunglimpfung von Personen unterschiedlicher ethnischer Herkunft dar. Beides ist ein klarer Verstoß gegen die Community-Richtlinie zu Hassrede und auch Strafrecht. Wir müssen hierbei bedenken, nicht irgendjemand hat gesagt, dass man das striken soll, sondern YouTube, also Google. Google ist da mit dem Anwalt vorgegangen. Das war nicht eine Person, die gerade verteidigt wird, sondern es war Google, die einfach so Mimi da eins reinziehen wollte. Oder reindrücken wollte. Junge, richtig traurig, Mann. Relevant! Also um eine Sache mal klarzustellen, für Inzest ist die Ethnie natürlich nicht ausschlaggebend, es ist nur entscheidend, ob du aus dem Saarland kommst. Okay, das waren alle meine Strikes. Auf dieser Grundlage, die ich während der Sperrzeit auf einem anderen Kanal hochgeladen habe, wurde ich dafür 8 Monate später permanent von der Plattform gebannt. Lasst euch das mal kurz durch den Kopf gehen. Man muss mich nicht mögen, aber hier sollte jeder erkennen, dass die Strikes und der darauffolgende Permaban absolut unfair und willkürlich waren. Auf der Grundlage kann das auch easy dein Lieblings-YouTuber treffen. That is the end of this video. I really hope you enjoyed, and I will see you guys again very, very soon. Later. Das ist richtig komisch. Also es klingt jetzt komisch, aber der erhängt seine. Nee, das ist jetzt falsch. Das kann man jetzt falsch deuten, wenn ich sage, er erhängt seine Freundin. Aber der macht wirklich sowas so in der Öffentlichkeit. So Fesselspiele. Und ich finde es halt auch so ein bisschen unangenehm, das einfach in der Öffentlichkeit zu machen, wo auch Kinder und sowas am Start sind. Gut, Unge ist hier am Start, der alte Unge ist hier am Start, sage ich mal. Jo, Freunde, der Vor... Ja, das noch kurz dazu. War eine krasse Sache. Ich finde YouTube ist einfach, oder Google einfach cringe. Einfach cringe, was das angeht. Alter, das sind ja lauter Allmanns am Start scheinbar. Ich denke, die konnten halt keine Rückzieher mehr machen und mussten jetzt auf Krampf halt einfach, da mit dem Anwalt jeden möglichen Punkt ausarbeiten. Komplett dämlich, wirklich.